Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. In Nadine Steputis Fall trifft das alte Sprichwort absolut ins Schwarze. Seit ihrem 7. Lebensjahr reitet die Berlinerin in ihrer Freizeit. Nach 4,5 Jahren Polizeidienst in Neukölln hielten die Pferde im Jahr 2001 mit dem Wechsel zur Reiterstaffel auch in ihr Berufsleben Einzug. Nadine Steputis ist selbst bei Einsätzen dabei und bildet außerdem Reitanwärter sowie Dienstpferde aus. TV Berlin begleitete die Reitlehrerin einen Tag bei ihrer Arbeit. Jetzt der zweite Teil von Dossier 24. Ja, das hier unsere Sattelkammer. Hier sieht man, jedes Pferd hat seinen eigenen maßgefertigten Sattel. Da sind wir ganz stolz. Wir haben also wirklich einen guten Ausstatter, der für jedes Pferd, was wir in den Polizeidienst übernehmen, kommt, den Rücken ausmisst und sich dann individuell der Rückenform des Pferdes einen Sattel anfertigen lässt. Der wird dann auch später mal überprüft. Auch ein Pferd verliert mal Muskeln durch eine Krankheit etc. Wächst nochmal und dann wird das immer wieder neu überprüft, seitdem wir diese Variante, die jetzt schon seit 10 Jahren bei uns praktiziert wird, haben wir ganz wenig mit Satteldrücken zu tun. Jedes Pferd hat seine eigene Trense, namentlich versehen, damit keine Verwechslungen passieren können, weil alles, was nicht passt, kann zu Scheuerstellen, zu Druckstellen etc. Jedes Pferd hat eine andere Größe des Mauls, wo also das Gebiss individuell angepasst sein muss. Die einen Pferde mögen halt lieber ein einfach gebrochenes Gebiss und hier sieht man zum Beispiel, der Gaucho, der hat ein doppelt gebrochenes Gebiss. Also wir reiten im Normalfall auf einer ganz normal üblichen Trense mit einem ganz normal üblichen Gebiss. Individuell hängen hier bei den Pferden noch eventuell Sachen, die das persönlich braucht. Ja, also der Gaucho hat die Fliegen nicht so gerne, dann kriegt er hier so eine Fliegenbank um die Augen. Ansonsten fangen die an, mit dem Kopf zu schlagen, die Pferde. Und als Reiter kann man dann auch mal eine vor die Nase kriegen, das ist nicht so angenehm. Hier auch individuelle Satteldecken. Die einen Pferde, die kriegen etwas dickere. Wir reiten noch auf Woilach. Das ist sehr alt hergebracht, noch aus der Militärreitweise. Da wird vielfach gefaltet, ohne Falten auf den Pferderücken gelegt. Der Vorteil von dieser Variante ist, man hat immer eine Decke dabei. Ja, wenn man einen Notfall hat, irgendwie eine Erste-Hilfe-Einsatz, ein Mensch helfen muss, das Pferd vielleicht auch ein Problem hat, dann hat man immer eine Decke dabei und es ist ein doppelter Schutz. Der Rücken wird sehr gut damit abgepolstert. Wenn wir natürlich im Einsatz in der Stadt sind und präsentativ irgendwo eingesetzt werden, dann haben wir natürlich unsere schicken Schabracken. Man ist halt hier was Besonderes. Man wird auch vom Bürger als besonders wahrgenommen. Ich habe den Unterschied ganz deutlich wahrgenommen. Ich war davor Funkwagenfahrerin in Neukölln. Da wurde mit mir nicht so umgegangen, wie ich jetzt mit dem Pferd begrüßt werde von einigen Bürgern hier. Ich war ganz erschrocken, dass man auch so mit der Polizei redet. Ja. Und ja, ist ganz positiv bei mir eingeschlagen, sodass ich sage, solange ich das körperlich hier schaffe, werde ich diese Stelle nicht mehr verlassen. So, ihr macht jetzt den Zirkel immer enger ums Feuer rum. So, immer wie dicht, wie es geht. So, eine Runde noch rum und dann mal oben ausholen. Die Mittellinie links und rechts. Die Einsätze der Reiterstaffel verlangen körperlich und vor allem mental einiges von Mensch und Tier ab. Besonders der angeborene Fluchtinstinkt des Pferdes muss regelmäßig dahingehend trainiert werden, dass das Pferd seinem Reiter vertraut und auch in bedrohlichen Situationen ruhig bleibt. Der Polizeireiter bei uns, grundsätzlich wird er ein halbes Jahr ausgebildet. Ja, das Ziel ist, dass er ein kleines Reitabzeichen minimal bestehen muss, das heißt eine Dressuraufgabe,
einen kleinen Springparcours bewältigen muss und eine Bodenstationsaufgabe, wo den Pferden auch mal Artikel angeboten werden, wo sie scheuen würden, ob der Mensch dort unten das Tier im Griff hat. Beim Polizeipferd entscheiden wir das ein wenig individuell nach der Entwicklung. Wenn wir ein dreijähriges Pferd haben, dann ist es noch lange nicht ausgewachsen. Da müssen wir auch auf die Muskulatur und das Knochengerüst Rücksicht nehmen. Da sagen wir, wenn der sechsjährig ist, ist er voll einsetzbar. Schenke ran, Marco! Ja. Haut ab! Haut ab, haut ab, haut ab! Ich habe halt auch zu Fuß Einsätze absolviert, noch damals zu Landeszeiten, 1. Mai, und habe versucht, mit einer menschlichen Polizeikette, wir waren zu zehnt, einen Umzug umzuleiten, und wir haben es einfach nicht geschafft. Ich bin ja körperlich jetzt auch nicht so riesig und nicht so beeindruckend. Und dann hatte ich den Fall, dass ich mit einem Pferd unterwegs war, mit 4 Polizeipferden, und wir eine durchaus größere Masse ohne Probleme ansprechen konnten. Mich haben auf einen Ruf 20 Menschen angeguckt, die hören das Getrampel der Pferde, wir überblicken die schauen uns alle an. Und in dem Moment, wo ich die ansprechen konnte, haben wir zu viert eine Menge Menschen ohne Probleme bewegen können. Und das habe ich am Boden nicht geschafft. Wir nehmen grundsätzlich nur Wallache, ja, kastrierte Hengste, weil ein Wallach einfach im Umgang am einfachsten zu bedienen ist. Eine Stute, sagt man nach, die sind dann manchmal ein bisschen zickig, ja, die kommen dann in eine Rosse, und dann könnte mal eine Stute doch etwas unangenehm sein, die möchte dann da nicht gekitzelt werden. Und der Hengst, der hat immer dieses Imponiergehabe, der ist immer sehr laut, und das ist in seiner Natur, der ist schwieriger zu handeln. Und unsere Pferde müssen schon von jedermann bedienbar sein. Also wir bilden die schon so aus, dass jeder Reiter jedes Pferd hier reiten könnte. So, die Grundvoraussetzung ist im Widerrist, also Rückenhöhe 1,65. Weniger darf es nicht sein, weil wir auch große Kollegen haben. Und das würde dann ein bisschen merkwürdig aussehen, wenn der auf dem Pony sitzen würde oder auf einem zu kleinen Pferd. Dann haben wir auch noch einen Anspruch an die Farbe des Pferdes. Also zu bunt dürfen sie nicht sein. Und viele Schimmel mögen wir auch nicht, weil wir festgestellt haben, in der Dämmerung sind wir doch von Weitem ganz klar erkennbar mit dem Schimmel. Allerdings für repräsentative Zwecke sind Schimmel natürlich, die machen immer wieder was her, ne? Also wir haben eine bunte Farbpalette, dann müssen die ganz einwandfrei im Charakter sein, ne? Die müssen brav sein, die müssen gut erzogen sein. Und wenn die sich jetzt von uns hier gut händeln lassen und bei einigen Aspekten sich nicht aufregen, dann nehmen wir die Pferde, dann werden die gekauft. Wir haben auch ein TÜV sozusagen, wird gemacht bei den Pferden. Also werden die Beine alle geröntgt, dass die Knochen in Ordnung sind. Der Hufschmied entscheidet bei uns mit, ja, ohne Huf kein Pferd. Seit 1992 arbeitet Marco Flach als Schmied bei der Polizei. Durch die Einsätze in der Reiterstaffel nutzen sich die Hufe bei den Dienstpferden schneller ab als bei Freizeitpferden. Diese benötigen rund alle 6 bis 8 Wochen neue Beschläge. Bei den Polizeipferden ist ein Hufwechsel im 2 bis 5 Wochen Rhythmus notwendig. Unsere Pferde gehen in der Regel 6-mal die Woche auf Streife und sind dort mindestens 4 Stunden aktiv unterm Sattel unterwegs. Jetzt kommt natürlich die Einsatzlage an, haben wir einen ganzen Tageseinsatz geplant, dann werden die Pferde ausgetauscht, dann machen wir eine Art Schichtrhythmus, ne? Dann fängt eine Tour früh an, die andere Tour spät an. Wir können bis zu 6 Stunden ohne Pause durchreiten. Im Notfall können wir es noch länger.
Wir haben allerdings immer eine Fütterungspause für unsere Pferde und auch bei dem Wetter natürlich auch muss man denen mal Wasser anbieten und sind da relativ individuell einsetzbar. Ich habe auch mal ganz gerne ganz Urlaub von Pferden. Also ich merke aber nach einer Woche vermisse ich es schon wieder. Und dann gehe ich auch im Urlaub zu irgendeinem Stall und miete mir ein Pferd und reite irgendwo eine Runde am Strand lang oder gehe mit meinem Sohn Pony reiten. Also ganz ohne könnte ich nicht, aber mal ein paar Wochen halte ich es auch aus.